Bringt zwar jetzt auch nicht so viel, aber mal gucken. Wir erholen uns langsam. Wir kriegen wieder Leute. Geburtenrate steigt. Irgendeiner müsste bei Gelegenheit mal die Toten wegbringen, aber Friedhof ist ziemlich weit weg. Deswegen soll es ja jetzt schön außerhalb der Stadt einen schönen großen neuen Friedhof geben. Da werden auch jetzt schon Bäume gefällt. Wird auch so getan, als wenn was gemacht wird. Haben die jetzt zuerst planiert oder was? Naja, die planiert tatsächlich als erstes. Interessant. Was wollte ich jetzt? Ach ja, den Zaun. Na, wir können bauen. Passt da der 12x12 rein? Ich glaube nicht, ne? Das war, glaube ich, 13x13. Das war aber mit der Kante. Und wie viel ist das jetzt hier? 11x12. Genau, wenn wir den dann darüber setzen, reißen wir dann danach die Abteilung dort ab, bauen das so und können dann hier soll der Obstgarten hin. Da steht der momentan noch im Weg. Aber bis zum Obstgarten kommen wir auch erstmal so schnell nicht. Wir haben die Gläser und alles, könnten wir theoretisch machen. Wenn wir hier noch irgendwo so eine unendliche Dings finden, wäre schon toll. Ja, wie geht's meinen Rehmachern? Ja, hier wird richtig schön. Leben ist ja noch anscheinend genug da an allen Positionen. Ich weiß nicht, ob es hier auch irgendwo noch mal Sand gab. Geht da eigentlich? Du gehst da hinten hin. Ja, das ist gut. Oh Mann, wenn es nichts gibt, aber Bohnen gibt es immer. Ja, er ist endlich da. Die Entlastung. Also irgendwie macht es wirklich mehr Sinn, die Leute, also die Stadt zu umrunden mit Feldern, dass sie dann immer hin und her wandern können. Erzähl mir doch nichts hier. Das sind vier Leute beschäftigt, das würde reichen. Na gut, okay. Schlachte die mal. Ich würde gern mehr Leute einstellen, aber das ist gerade nicht machbar. Wollen wir einen neuen bauen? Wenn nicht unten in der Stadt noch einen zu stehen? Ich stell den einfach mal hin. Können wir eigentlich noch? Ich glaube, das passt hier nicht, oder? Na doch, theoretisch. Ja, die überlappen sich ein bisschen, aber so also vom Prinzip her, es muss keiner dran arbeiten und. Oder wollen wir da noch irgendwas anderes entstehen? Weiter nach außen, dann kommt er hier ein bisschen. Ja. Also richtig lohnen tut das auch nicht, ne? Bei 40%. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da noch zwischensetzen sollte. Hier willst du hier medizinische Wurzeln haben? Hier, da kannst du haben. Wir haben keine Möbel mehr. Willst du mich hier? Hallo? Ja, das macht natürlich Sinn, dass wir wenig Möbel kriegen, wenn da wenig Leute arbeiten. Ja. Und schon sind alle weg und wir haben die Burgen nicht besetzt, ne? Also dieses Jahr hoffe ich ja auf Ruhe. Hoffnung immer gute Taktik. Einfach drauf verlassen, es dürfte eigentlich keiner kommen. Aber hier können wir schon mal zwei Leute abziehen. Können das Ganze hier rüber verlegen. Könnte noch Steine sammeln. Verhältnis natürlich jetzt wieder 1:1. Ein bisschen Holz, ein bisschen Steine haben wir da. Das ist erstmal in Ordnung.
Wenn halt nicht mehr geht, dann geht nicht mehr. Und jetzt haben wir langsam echt ein Problem. Warte, ist raus. Dann kaputt machen. Der Sand ist alle. Wie viel Sand haben wir denn noch? Wo ist der Sand? Wir brauchen Sand. Ja, ist ja überhaupt gar kein Problem. Wir haben hier noch Sand. Wie viel Sand ist hier noch drin? 9000. Ja, dann. Also wenn wir hier... Wenn wir hier drei Leute einstellen, dann sollte das mit dem Sand doch erstmal gut funktionieren. Sandproblem. Ganz locker behoben. Sonst noch ein wunderschöner Händler da, der irgendwie so ein bisschen... Naja, wir können den erstmal auf 120 erhöhen, ohne großartige Probleme. Waffenschmieden, tralala. Alles da, nur nicht das, was wir brauchen, nämlich Leute. Die Schmieden arbeiten gut, die Sägemühle arbeitet auch gut. Hey, die Häuser wurden verbessert, das ist schön. Wir sind jetzt an der 400er Grenze angelangt, das heißt, der wird ja hier sowieso nochmal eine Stufe aufsteigen, richtig? Na, noch nicht ganz. Jetzt habe ich den hier und seitdem ist das jetzt alles so halbwegs okay, oder wie? Ich würde ja ganz gerne da noch ein Haus hinbauen, aber ich traue der ganzen Vereinigung hier nicht. Das machen wir so. Ich würde ja den gern anheben, aber ich traue das. Ich habe Angst, dass das hier fürchterlich, fürchterlich schief geht. Wir heben es mal an. Wir probieren es mal. Aber erstmal mal den. Weil ich würde dann ganz gerne, wenn das hier planiert ist, da vielleicht noch ein Haus hinstellen. Muss ich aber gucken. Okay, das mit dem Haus hinstellen hat sich erledigt. Wenn der hier jetzt verbessert wird, dann ist alles gut. Dann ist wirklich erstmal alles schick. Mehr als 400 Leute brauchen wir nicht. Du willst mir sagen, du bist voll? Nur weil die Leute fahren doch hier eigentlich hin und her. Müsste doch Stimmung sein in den Karren. Müssen wir hier die Hauptverkehrsstraßen noch ein bisschen verbessern. Oh, ist das Ding laut. Ich muss nochmal gucken, ist das hier eigentlich drin? Langsam mal hungrig, ja. Das könnte man bei Gelegenheit gegen irgendwas Sinnvolles tauschen, weil Essen haben wir eigentlich genug. Und als Kosten in den Burgen bringt uns zwar gerade gar nichts, aber... Was ist hier... Bogen und Armbrust machen 15% mehr Schaden. Ja, zählt das denn auch, wenn die in der Burg sitzen? Das ist mein Problem. Prozent die Atheisten. Wie kann ich denn das tauschen? Wer ist denn das Ding? Auge des Jägers, haben wir das? Wo ist das hier? Auge des Jägers. Na, wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Es liegen hier noch immer ein Haufen Leichen rum. Nächstes Jahr, wenn die nächstes Jahr nochmal kommen, wird's echt jetzt knapp. Wir brauchen erstmal wieder Leute. Ich meine, es wird kein großer Angriff kommen, aber meine Verteidigungsanlagen sind alle... Naja. Semi-modern. Hier auf der Ecke wollte ich eigentlich noch eine Burg haben. Als Flankenschutz. Wenn wir jetzt 400 Leute hätten, wir das alles kein Problem.
die Straße würde ich auch langsam gerne verbessern. Auch eine Hauptverkehrsstraße, wenn die auch noch besser ist, wäre das schön. Wie viele Locken hier jetzt drin? 4. Ohne Schild wohlgemerkt, ja. Nur zum Snipern, hier sind auch 4 drin. Hier ist noch keiner drin. Wir haben auch nur 2 Leute. Aber Hauptsache Gold wird abgebaut. Das ist das Wichtigste. Ja, ohne läuft nicht. Ja, wir arbeiten. Nächstes Jahr kommt wieder Mehl rein. Wir arbeiten ja dran. Wenn wir hier noch ein neues, ne, Feld aufgebaut kriegen, dann ist auch alles gut. Der arbeitet ja hier auch ganz wunderbar an dem Zaun. Und stellen wir das Feld hier erstmal hin. Wenn jetzt noch so 20 Leute einziehen, dann wäre das echt 50. Ich würde auch 100 nehmen. Die kriegen wir schon verteilt, alles kein Problem. So, das ist gerade die Erholungsphase, die brauchen wir auch. Hier ist auch gerade die Erholungsphase, die sind beide im Synchron, das ist nicht unbedingt sinnvoll. Und du machst noch Obst und Dings und Bohnen. Gut, das ändern wir, es gibt weniger Obst und Gemüse, wollte ich gerade sagen. Weniger Dings, dafür gibt es mehr Getreide. Da seid ihr beide exakt gleich. Ob das so clever ist, ich weiß noch nicht. Ich muss sich das durchtauschen. Warte mal, du hast hier Mohrrüben, du hast Dings. Können wir das auch noch ändern? Ja, wenn schon, denn schon, dann machen wir alle dasselbe. Mitgehangen, mitgefangen. Dann würde ich ganz gern hier diese Mauerabteilung abreißen. Das passt ja nicht. Das ist das Traurige. Es passt nicht. So, hier fängt er später an. Das ist okay. Alles kein Problem. Irgendeiner müsste mal das Haupthaus reparieren. Das ist es. Ich bin reich, aber es bringt mir nichts. Wie schön, dass wir so viele Kerzenmacher haben. Auch die Seife wird sehr produktiv hergestellt. Das ist alles ganz toll. Oh, du fällst hier aber auch die Bäume, wie sonst was. Hier, hol dir mal hier die Bäume. Mach mal, guter Mann. Oh Mann. Natürlich. Na, das war jetzt schon zu erwarten. Kann Kerzen verkaufen. Ich weiß nicht, ob mir das hilft, aber. Oh, Werkzeug. Werkzeug ist billig. Zack, Werkzeug, zack. Wenn wir alles nicht haben, aber Werkzeug haben wir jetzt. Ich würde gerne was entgegenverkaufen, aber ich glaube, das wird nichts. Werkzeug wird unsere Produktivität schon mal enorm erhöhen. Das sind 70 Leute. Die scheinen alle von hier zu kommen. Die haben keinen Rambock dabei, das ist gut. Könntest du aufhören, nämlich dich mit den Leuten dazu prügeln? Ja, renn ihnen entgegen. Turm, der macht das schon. Macht der mehr Schaden? Sieht so aus, ne? 15% mehr Schaden. Der steht da drin, der Turm, der macht das. Der snipert alles weg. Problem ist immer noch, dass hier nur noch 4 Leute drin sitzen. Na, gibt ihr auf? Nee, eher nicht. Ja, kein Zugang. Ist gerade schlecht mit dem Turm. Der wird ja auch belagert. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da sieht's gut aus. Ah, hält das.
Also den Marktplünder ist nicht so schlimm, das bisschen Glas können sie haben. Ich schieße zwar, aber so richtig treffe ich nicht, ne? Kann das sein? Der eine Junge, der fightet, der rennt jetzt aber auch weg. Jetzt haben sie den Turm. Vorher laufen sie auch nicht nach Hause. Warum macht er denn jetzt die ganze Wand kaputt? Das muss man manchmal nicht verstehen, ne? Oder ist das jetzt die zweite Welle? Habe ich was verpasst? Das ist schön, dass wir das verkaufen können. Ja, dann natürlich haben wir dafür kein Geld. Also, er hat kein Geld. Beim anderen konnte ich wunderbar kaufen und jetzt stehe ich wieder da. Ich muss irgendwas kaufen, sonst kann ich die Dinger nicht. Sonst werde ich das hier nicht los. Zack. Zack. Nee, da kommt ihr nicht rein. Nicht ohne Ramburg, Freunde. Da sitzen zwar noch 4 Leute drin, aber die machen das. Ein bisschen was kaputt gegangen, aber es ist diesmal nicht so schlimm. Auf normal ist es irgendwie einfacher. was hatte ich jetzt eigentlich? Wenn wir hier noch einen Turm hin platzieren, der würde ein bisschen auf dem Hügel stehen. Oder das Ganze ganz gut verteidigen. Oder wir stellen den ein bisschen weiter nach Dings. Den hier auf den Hügel platzieren? Ja, die werden hier wahrscheinlich nicht vorbeikommen, oder? Naja. Aber ein Wachturm hier auf dem Hügel wäre schon schön. Erstens sehe ich die dann. Und zweitens... Vielleicht wird er trotzdem noch irgendwie angegriffen. Planier das mal ein bisschen nebenbei und dann baut er mal ein Türmchen hin. Haben wir großartige Verluste hinnehmen müssen? Zum Glück nicht. Was, wir kriegen alles nicht repariert. Das ist das Schlimmste. Wir kriegen nichts mehr repariert. Weil uns einfach die Leute fehlen. Arbeitet nicht. Hier wird noch fleißig gearbeitet. Wir legen die jetzt zusammen. Die zwei gehen darüber. Und ihr zwei. Ja, 10 Leute, oh Gott sei Dank. 10 Leute. Oh, das hilft. Das ist gut. Warte mal. Erstmal gleich. Mindestens 10. Die hier mit zum Aufbauen dabei sind. Weil ohne wird das nichts. Hätten ruhig 30 sein können. Dann haben wir erstmal den Hügel eingenommen. Gucken mal, ob wir das so ein bisschen besser verteidigen können hier. Eigentlich müsste hier eine Burg hin. Ich überlege, ob ich die Straße dann dazu abreiße. Weil die rennen sowieso alle dran vorbei. Wenn wir dann hier die Straße wegnehmen. Hier die Straße wegnehmen. Können wir die Flanke sehr gut verteidigen. Sobald wir das Gelände natürlich planiert haben. Sonst wird das natürlich nichts. Zack, planieren bitte. Danke. Ich weiß, ich will wieder zu viel, aber ich würde gerne vorankommen. Das ist nur, es wird leider nichts. Ich meine, wir sind jetzt an der 73. Es sind ja mehr geworden. Das ist schon schön. Aber es ist wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Man weiß nie so wirklich, wie es beim nächsten Mal aussieht.
Ja, wir müssen ein bisschen Sand nachholen. Ist bei 300, das ist okay, aber auch nicht überragend. Kohle sieht gut aus, Eisenerz haben wir noch genug. Wasser haben wir sowieso genug. Wenn nichts haben wir, Wasser haben wir. Jetzt haben wir auch wieder Werkzeug. Das würde ich auch ganz gerne nochmal erhöhen, aber wir brauchen so viel Werkzeug. Das ist einfach nicht stemmbar. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist denn mein Waffenbestand mit Schwertern? Ja. Nicht vorhanden, so würde ich das sagen. Bräuchten eigentlich eine zweite Schmiede, die wir aufbauen. Zweite Schmiede. Da überlege ich, ob ich die nach innen verlagere, weil wenn, obwohl hier, wenn hier die Stadt hinkommt, naja, müssen wir mal gucken. Ja, 55 Plünderer getötet. Schön, schön, schön. Alles schön. Wollen wir auf den verzichten erstmal? Die Statue? Wie lange ist denn der Kohle noch? Eine ganze Weile, ja. Bau mal die Statue. Aber die ist teuer. Der steigt hier eh nicht auf. Ja, dann lassen wir das doch. Vielleicht kriegen sie es ja hin. Nimm mal die Ressourcen und bau mal was anderes auf. Wie ist mit dir? Willst du mir jetzt erzählen, das reicht hier dann nicht, oder wie? Knapp an der Grenze. Können wir nicht irgendwas Billiges hinstellen? Irgendwas, was nicht so viel Arbeit macht? Ah, so ein großer Park, der kostet auch viel. So ein mittlerer Garten. Ja, da kommt überall ran, nur nicht da, wo es hin soll. Also. Ich will keine Statue hinbauen, aber was anderes Besseres habe ich auch nicht. Das Maibäumchen könnten wir mal hinsetzen. Das wird hier genau hinpassen. Ich würde die halbe Stadt abdecken. Und ist relativ billig. Natürlich ist das Gelände zu steil, aber darum geht's ja nicht. Der bräuchte 30. Das heißt, wenn ich den da baue, hätte der die 30. Ganz locker weg. Der andere hätte auch die 30. Ja, dann machen wir das aber nur, wenn das jetzt hier heute nochmal was wird. Macht mal ein bisschen hinne. Ich würde jetzt hier ganz gerne noch eine Burg hinbauen. Sobald das Gelände nochmal planiert wurde, sind, glaube ich, auch alle dazu bereit, das hier hinzubekommen. Ja, ich weiß, das Haus ist nicht so schön. Wein mal nicht rum. Zwei Nutzviere geworden, ja. Wenigstens die kommen voran. Nix haben, aber alles andere haben wir. So, wie läuft's? Sind wir bei 10? Könnten wieder einen schlachten. Die vier machen das übrigens ganz toll. Dieser eiserne Turm. Der ist immer noch nicht gebaut. Na gut. Der ist auch nicht ganz so wichtig. Huiuiui. Der Turm wird jetzt aber langsam mal eine Priorität bekommen, weil das mal so langsam was werden sollte. Habe ich den jetzt richtig rumgebaut? Ja. Ich sehe ihn aber trotzdem nicht. Das ist mein Problem. Ich kann nicht erkennen. Aber warte mal, bis er fertig ist. Dann wird er gleich überrannt und dann kann ich ihn gleich nochmal bauen. Wunderbar. Leute haben die Schule abgeschlossen. Warum arbeitet denn hier keiner? Guck, jetzt ist das Gelände planiert. Jetzt können wir doch hier. Hier, das werden sie auch wohl nicht kaputt machen. Ne? Das ist hier so ein süßer kleiner Maidings. Das ist doch alles hier super. Ich hier dahin bauen? Das ist eigentlich egal. Oben kriegt er 4 und da kriegt er 4. Das Maibäumchen hier. Höchste Priorität.
Ist ja übrigens auch noch Sand. Ja, wenn wir nichts haben, aber Sand schippen können wir. Ja, zack. Viel Spaß damit hier. Wir könnten Mehl kaufen. So ein bisschen. Getreide ist billig. Könnten wir kaufen. Ein bisschen. Alles kein Problem. Wir haben ja genug da. Wieso bist du eigentlich voll? Ach, wegen dem Geld, wegen dem Glas und so weiter. Aber wir könnten ja noch eine Waffenkammer bauen, aber wo steht hier hin? Hey, mein Türmchen wird gebaut. Das ist ja schön. Das Ding jetzt richtig gebaut? Ja, ich hoffe einfach mal. So, der soll jetzt hier unten das ein bisschen verteidigen. So tun, als ob eigentlich nur, aber darum geht's ja. Steht da, wird ein bisschen gucken. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann, wenn die sich alle hier versammeln, um diesen Turm zu zerstören, wenn sie hier wieder an die Wand laufen, quasi leite ich sie dann hier zu der Burg, die jetzt hier außen stehen soll. Verteidigungsmäßig. Da müssen wir gucken, wie würde ich das, also die muss sowieso umrahmt werden, das ist schon mal klar, aber ich hätte gern so einen kleinen Zugang. Der wäre idealerweise wäre hier. Schön im Innenhof, da könnt ihr jetzt bauen. Die Festung wird auch momentan erstmal nicht großartig besetzt werden, weil womit denn auch, wir haben gerade keinen. Ja. Jetzt werden wir das langsam wieder auf 10 reduzieren, weil wir ja auch hier wieder Leute haben wollen. Ja, zumindest erstmal 2, es ist nicht viel, aber ein Anfang. Ich spiele eben halt auf Ressourcen, ja, dass die Ressourcen quasi meine Leute ersetzen, das heißt viele Mauern, viele Burgen, ja, die möglichst zentral das Ganze irgendwie abschirmen. Klappt ja an sich eigentlich auch ganz gut. Glaube ich. Und wenn ihr den jetzt auch noch fertig baut, die hat jetzt erstmal keine Priorität. Es wäre schön, wenn das Ding heute nochmal fertig wird. Ja. 381. Das heißt, beim nächsten Mal ist es dann soweit. Das, also wenn jetzt kein großartiger Zwischenfall noch dazukommt, glaube ich, diese 300 dann zu erreichen. Diese 400 dann zu erreichen. Gut, ich würde ganz gerne hier noch ein Haus hinsetzen, aber ich glaube, das wird nichts. Natürlich ist es das Haus, was ich brauche, bloß das passt da gerade nicht, weil das hier alles noch nicht glatt genug ist. Natürlich nicht. Ja, eigentlich würde es auch reichen, wenn wir da noch ein Haus hinsetzen. Das gute Haus wieder weggenommen, was wir gerade eben hatten. Da ist es, zack, das kommt da noch mit hin. Dann sind wir über 400 drüber. So, jetzt warte ich hier noch, bis dieses lustige Maibäumchen fertig ist. Das will ich mir jetzt unbedingt noch angucken. Gut. Ah, das Ganze sieht ein bisschen quer aus, aber das kann sogar noch verbessert werden. Das kostet dann auch. So, rein theoretisch müsstet ihr jetzt eigentlich wieder über der Linie sein. Ja, das wollte ich aber auch gesagt haben. Hier, wir sind bei 31. Shiri! Shiri, was ist denn das? Shiri. Ich meine, er steht außerhalb, also steht ein bisschen dämlich, aber ist ja egal. Hauptsache, er steht. Gut, damit sind die zufrieden und damit kommen wir genau auf 401 und mit dem dazu sind wir sehr gut drüber. Geht einfach nur darum, damit, falls einer stirbt, dass wir dann nicht gleich wieder, ne, sondern ich würde schon dann bisschen drüber sein. Ja. Den schweren Angriff heute überlebt. Die Außenverteidigung wird jetzt gestärkt mit dieser großen Burg hier.
Wenn wir da auch noch eine hinsetzen würden, hätten wir da eine richtig gute Frontline. Müssen wir aber gucken, wie sich das so verhält. Vor allen Dingen mit den Leuten. Aber wir leben noch. Und wir kommen, wenn auch langsam, immer noch voran.